So, hallo. Da sind wir wieder am Start. Oder mit Death Stranding. Ja. Spiel irgendwann mal gratis bekommen. Jetzt hauen wir das mal raus. Gucken uns das an. Dieses Spiel unterstützt automatisch speichern. Das ist wundervoll. Schwierigkeit. Natürlich normal. Ne? Ist ja klar. Das Spiel mit der gewählten Schwierigkeitsstufe starten. Du kannst die Schwierigkeit jederzeit über das... Oh, schön. Also wenn uns das zu leicht wird, dann, ne? Ändere die Größe des Textes im Spiel. Normal. Voll normal. Gucken wir uns das mal an hier. Ich habe auf jeden Fall DLSS an. Mal gucken, wie das aussieht. Lädt ja schon mal sehr stabil, ne? Er lädt das ganze Spiel schon mal vor. Ah, da tut sich doch was. So, hallo Toni nochmal, ne? Moin moin. Ja, also bei Epic Games gab es drei Add-ons dazu, die habe ich auf jeden Fall installiert, aber ich weiß nicht, ob das der Director's Cut oder was dabei ist, ich glaube nicht. Ich habe auch gar nicht mich da informiert, dass es sowas gibt. So, was haben wir denn hier? Helligkeit. Passt ehrlich gesagt so, dass das Bild auf der rechten Seite zu sehen ist, aber das Bild auf der linken Seite nicht. Oh. Ah, da ist ein... Guck mal, da ist ein Bild auf der linken Seite, ist ein Ding. Ah, ich habe immer ein bisschen einen Ticken heller. Na gut. So, was haben wir hier? Statistische Untersuchungen deuten darauf hin, dass ein Zusammenhang zwischen den Dooms-Fähigkeiten der betroffenen Person und ihrem Geburtsdatum bestehen könnte. Was ist das für eine schamlose Art, an meine Daten zu kommen? Und wie funktioniert das denn hier? Nein. Nein, erneut eingeben. Tag 4. Oh. Nein. Hör auf damit. Wollen das? Gib doch Sachen ein, da passiert gar nichts. Ist dies dein Geburtstag? Ich glaube, ab heute ist das mein Geburtstag.
Ich hab deine Vogel hier auf den Kopf gekackt, oder? Oh. War die natürlich ausgelesen mit dem hier schnell. Tja. Oh. Das ist jetzt nicht mehr natürlich. Wenn sie auch damit. War ein Unfall, ganz klar. Nein. Na klasse. Ich glaube, das ist ein Montag bei ihm gerade. Na, ganz klar. Ach, guck mal, wir sind jetzt da. Okay, von der Lautstärke her müssen wir ein bisschen was machen. Das ist System, ja, System. Lautstärke passt noch nicht, ne? Das ist noch ein bisschen zu laut alles. Mal ein bisschen leiser. 60% reichen, glaube ich, auch. So. Ah ja, das funktioniert schon mal. Okay, zum Scannen antippen. Scannen doch mal. Ah, verlorene Fracht. Rationspakete, okay. Da haben wir, was ist das? Knot City. Was kann das denn? In die linke Hand nehmen, auf den Rücken tragen. Nehmen wir dann mal in die rechte Hand. Oh. Hallo Tom. So, auf dem Rücken damit. Weil wenn ich rechts tragen will, muss ich gedrückt halten. Das macht gar keinen Sinn. Okay. What the fuck? Ist sie strong? Junge. Okay. Da liegt noch mehr Fracht rum, ne? Müssen wir auch noch mitnehmen. Wahrscheinlich. Hattest du Geburtstag? Ja, hier in dem Spiel schon. die wollten meinen Geburtstag haben und ich konnte nichts richtig eingeben. Dann habe ich einfach den ersten genommen. So, vom Spiellook her sieht es schon mal richtig nice aus. Ihm denn nicht? Ich mach gar nichts. Fällt ja einfach hin. Wie so ein Trottel. Das ist Death Stranding. Death Stranding ist das. Schon ziemlich alt. Noch relativ alt. Vielleicht so 5, 6 Jahre oder so. Ja. Hab noch nie gespielt. Mit Norman Reedus von The Walking Dead. Und Mads Mikkelsen nicht zu vergessen. Das ist ja auch ein sehr angesehener Schauspieler. Hallo. Ja, das habe ich gesehen, Tom, was man da jetzt alles kann. Aber das Lenkrad fehlt immer noch. Ohne Lenkrad spiele ich das nicht.
will das Lenkrad haben. Oh. Das sieht nicht gesund aus. Ich würde sagen, ist am Arsch. Direkt voll Ausschlag. Ein Tropfen abbekommen von irgendwas, was nicht gut ist. Ja, läuft bei ihm. Aha. Das ist bestimmt ein Predator. Und Blümchen hat er auch mitgebracht. Na. Aha. Oh. Wohnt da bestimmt, oder? Na, also, ich die Fracht, Kollege. Gott sei Dank, er biegt links ab. Also der Predator scheint blind zu sein, kann aber gut. Oh. Bestimmt nur was verloren. Der sucht das die ganze Zeit. Komm ich doch noch wieder an. Der ist gleich wieder da. Okay, merkwürdig. Prolog, Porter. Na, da bin ich mal gespannt, was der Prolog zu bieten hat. Ich glaube, sie sind weg. Was zum Teufel? Ich wollte nicht so fest zupacken. Ich würde nicht so voll die Roten schrien. Tränen. Eine Chiralium-Allergie. Aha. Also hast du Dooms, wie ich? Ich habe den Extinktionsfaktor. Aber ich glaube, du hast mehr. Welche Stufe? Du siehst sie, stimmt's? Nein, aber ich spüre sie. Also Stufe 2. Was tust du hier? Ich will nicht nass werden. Genau wie du. Der Zeitregen lässt nach. Ah, Zeitregen ist das. So, so. Mein Name ist Fragile. Ja, ich habe von dir gehört. Wirklich? Sam Porter Bridges. Der Mann, der liefert.
Willst du ihn? Ein Kryptobiot am Morgen vertreibt den Zeitregen. Ja, gut. Lecker. Ich hätte auch gern ein. Ein Kryptobiot, Biotit oder wie? Was sagte sie? Nee, so, ne? Willst du für mich arbeiten? Ist sicher hart hier draußen, so allein. Echt? Ich dachte, Fragile Express hätte genug Leute. Genug Verräter. Nicht mehr viel von uns übrig, bis auf ein paar ehrliche Menschen. Hm. Und dazu kommt... Von mir ist auch nicht viel übrig. Bin völlig durchweicht worden. Da kann ich dir nicht helfen. Ich liefere Dinge ab. Mehr nicht. Hier ist Bridges Central Dispatch. Unabhängiger Lieferant Sam Porter Bridges. Empfänger erwartet Lieferung. Geht's in die Stadt? Pass auf dich auf. Diese Dinger bleiben nie lange fort. Okay, gut. Das ist ein Zeichen. Der Zeitregen spult alles vor, was er berührt. Aber er kann nicht alles davon spülen. Die Vergangenheit lässt einen nicht los. Wir sehen uns. Sam Porter Bridges. Und sie ist weg. So, ich glaube, jetzt muss ich auch wieder arbeiten. Ja, das sieht ganz genau aus. So, die Blut- und Ausdaueranzeigen. Die rote Leiste ist die Blutanzeige. Wenn sie 0 erreicht, stirbt Sam. Bei der blauen Leiste handelt es sich um die Ausdaueranzeige. Nimmt sie ab, bewegt sich Sam langsamer und es fällt ihm schwerer, sein Gleichgewicht zu halten. Okay. War hier nicht noch irgendeine Fracht oder so? Anscheinend nicht mehr. Oh, hier, guck mal. Hallo Katrugel. Hier ist irgendwas. Kann ich das mitnehmen? Hier so einen kleinen Bagalupen. Wer dann? Nee, ich will das einsammeln. Wieso wird mir das hier angezeigt? Vielleicht hat das mal jemand gefunden hier, ne? Oder? Oh, warte mal, da ist noch Central Knot City. Später noch was. Hat er das in der Hand? Nee, hat er jetzt hinten draufgepackt. Okay, gut. So, haben wir noch irgendwo Fracht? Anscheinend eher nicht. Gehen wir mal runter. Hui!
Wie soll das denn noch funktionieren? Physikalisch. Man müsste ich doch schon fast auf dem Hosenboden liegen. Na gut. Was, warum war das? Achso. Ist in der Zukunft, da geht sowas. Guck mal hier. Da ist auch ein dickes Ding. Zack. Ach, oben war doch noch Platz. Sowas. Bin fick und fertig. Nee, du sollst einfach ganz normal laufen. Was? Scan wird gestartet. Ich kann das Gewicht verlagern. Ich will das Gewicht gar nicht verlagern. Nimm es wie ein Mann. Ich mach das schon bis zum Tor da hinten. Ich glaube, da muss ich hin. Notice, was steht da? Access Permit required. Ach, leck mich, ich gehe da so rein. Ah, Automobile. Ey. Immer schön. Hallo. Nein, schön gerade bleiben. Ja. Yep. So, F. Was? Gedrückt halt. So, was haben wir denn hier? Liefern. Liefere angeforderte Fracht von anderen und von anderen verloren. Ja klar, von anderen natürlich. Liefere die speziell von diesem Kunden angeforderte. Ja, mach mal. Was? Prognostizierte Likes 36, ist das gut? Wir können zurückgeben. Und wir können Auftrag abschließen mit einer Teillieferung oder was? Ich habe keine Ahnung. Die gesamte Fracht ist bereit für die Lieferung. Der Auftrag kann abgeschlossen werden. Und wie? Lieferungsübersicht bestätigen. Ja, bestätigen hier unten, ne? Ja, wir bestätigen das mal. Das ist gut. So, nun ist der Rücken doch schon viel leichter. Was hat denn so lange gedauert? Das kennt man von Legenden eigentlich nicht. Ich musste im Sturm warten, hab mein Motorrad verloren. Oh, das klingt aber wirklich mies. Auf einmal so, er ist frech und auf einmal dann, oh ja, okay. Du hast uns zwar warten lassen, aber alles scheint in perfektem Zustand zu sein. Also, tolle Arbeit. Bis zur nächsten Lieferung. So. Also, wir haben geliefert. Warum blinkt das immer alles so? Ich verstehe nicht. Zurückgelegte Distanz wird nicht bewertet. Danke. Okay, gesamte 8. Ich habe keine Ahnung, was das zu sagen hat. Aber es ist awesome, also gute Bewertung. Du kannst weitergehen. So, dann haben wir hier noch. Prozentualer Frachtschaden. 0%, das ist auch schon mal gut. Junge. Was die alles bewerten. Oh, da haben wir Frachtschaden. Also pauschal weiß ich jetzt erstmal gar nicht, was das hier alles soll, ne? Gar keine Ahnung. Wir kriegen Punkte für Verschiedenes, für Lieferungsvolumen. Was das aber sagt, weiß ich nicht. Karrierestatistik gibt es auch noch, okay. Ah, das ist die Gesamtbewertung. So, und was, wir machen einfach weiter.
Ich glaube, da wurde nur gezeigt, dass ich das gelevelt habe oder so. Spezialauftrag für Sam Porter Bridges. Eilauftrag. Eilauftrag. Hm? Ey, ey, ey. Nimm den an. Wir haben keinen Job. Achso, da kommt er ja schon angefahren. Also wenn das die Autos der Zukunft sind, dann will ich das nicht erleben. Nö. Da bin ich dann raus. Igor, Bridges Leichenentsorgung. Sam Porter nehme ich an? Stimmt. Du wirst ja nicht gerne berührt. In den Akten steht was von einer Phobie. Bridges Leichenentsorgung? Was ist los? Komm, wir müssen los. Ich erklär's unterwegs. Na los. Hier, siehst dir an. War das nicht gerade noch von wegen, ich erklär's unterwegs? Der hat ein Date mit dem Verbrennungsofen. Wann ist er gestorben? Den genauen Zeitpunkt wissen wir nicht, aber wohl vor über 40 Stunden. Er war nicht in Quarantäne? Er war nicht krank. Es war Selbstmord. Oh, verdammt. Wir hatten Glück, dass wir ihn gefunden haben. Hab ihn sofort auf Eis gelegt, aber irgendwann wird er nekrotisch. Wo bringst du ihn hin? Zum Verbrennungsofen im Norden. Der Weg dahin ist voller GDs. Gibt es keinen anderen? Schön wär's, aber uns läuft die Zeit davon. Dann verbrenn das arme Schwein doch gleich hier. Und das ganze Chiralium so nah bei der Stadt freisetzen? Das geht nicht. Ist besser als der Weg zum Verbrennungsofen. Hey, wir schaffen das. Wir brauchen nur jemanden wie dich. Mit Dooms. Okay. Er zeigt bereits Anzeichen von Nekrose. Nein, Nekrose! Sonst knallt sie hier. Wie sieht's aus? Können wir auf dich zählen? Dann schließt Bridges hiermit einen Vertrag mit Sam Porter. Nur Sam. Einfach Sam. Und ich sehe GDs nicht. Ich spüre sie. Deshalb haben wir uns vorbereitet. Ein Bridge Baby, ja. Mit seiner Hilfe und dir sind wir ihnen immer einen Schritt voraus. Hallo! Ist immer ein beschissenes Gefühl. Tja, du verbindest dich mit der anderen Seite. Das macht mir auch Angst. Abfahrt! Okay. Da kann doch bestimmt nicht schief gehen. Die Welt war eine andere, als ich ein Kind war. Amerika war ein Land. Man konnte hingehen, wohin man auch wollte. Roten wie dich hat man nicht gebraucht. Wir hatten Highways, Flugzeuge. Man konnte sogar in andere Länder reisen. Heute kaum vorstellbar. Wie du siehst, hat der gestrandete Tod große Löcher gerissen. Hat uns völlig fertig gemacht. Und wer das große Glück hatte zu überleben, wurde vom Zeitregen davongespült. Dann tauchten diese Freaks vom Strand auf. Die Welten der Lebenden und der Toten vermischten sich einfach. Mhm. Und ab da verkrochen sich die Leute in den Städten. Und Boten wie du wurden auf Händen getragen.
weit noch bis zum Verbrennungsofen. Der Typ ist gleich soweit. Shit. Wir müssen mitten durch die GDs durch. Ja, der Typ ist gleich soweit. Abgesoffen. Die Schweine haben uns da, wo sie uns haben wollen. Bring uns hier weg. Sam, kannst du irgendwas sehen? Irgendwas sieht man ja immer, ne? Nein, nichts. Soll ich denn was sehen? Aber dieses Baby muss kaputt sein oder so. Günstig, würde ich sagen. Schade. Ach, du ahnst es nicht. Ja, nur hat er ein paar Leichen mehr. Ah ne, der lebt noch, okay. Ruhig und ich atmen. Okay. Alles klar. Er sieht ja schon gar nicht mehr so fit aus. Sagen, wir haben ihn bestattet, oder? Kann man doch so gelten lassen, glaube ich. Ah, Blut ist natürlich nicht so gut.
Nicht in Panik geraten. Hilf mir! Hilf mir! Nein, nein, tu es nicht. Hallo, wer sind Sie denn? Er hat auch ein Baby an Bord. Ach Junge, das bringt doch nichts. Ja, ja, dann haben sie dich. Das muss ja heftig sein. Wir lassen das mal so stehen. Okay. Alles für Sterben, ne? Na dann.
Ja. Folge dem Strang. Wir scannen erstmal. Wiederkehren. Okay. Einst gab es eine Explosion. Eine Explosion, der das uns heute bekannte Leben entsprang. Und dann kam die nächste Explosion. Eine Explosion, die unsere letzte sein wird. Ja, können wir ja fortsetzen jetzt, ne? Ich weiß immer noch nicht, was das alles soll und warum das so ist, aber das werden wir wahrscheinlich noch erfahren, oder? Auf jeden Fall mal ein crazy Beginn. Episode 1, Bridget. Na, gucken wir mal. Oh, du bist wach. Na, wie fühlt es sich an, wieder unter den Lebenden zu sein? Keine Angst. Ich bin Arzt. Also Rechtsmediziner, eigentlich. Okay, ja dann. Nenn mich Deadman. Ich kenne mich gut aus mit den Toten. Natürlich nicht so wie du. Wirklich gestorben bin ich nämlich noch nie. Das würde ich nicht tun. Ich bin kein Experte, aber die Teile dienen deinem eigenen Schutz. Siehst du? Bin ich ein Gefangener? Das sind keine Handschellen. Sondern topmoderne Geräte, die uns alle miteinander verbinden. Uns? Ach, uns. Yep. Bridges. Die letzte Hoffnung der Menschheit für die Zukunft. Oder auf ihre Rettung vor dem Aussterben. Gut. Wo bin ich? Wie spät ist es? Schau mal. Versuch, sie an deine Haut zu drücken. Etwa so. Ganz ruhig. Das zeigt nur die gute Verbindung deines Körpers zu den Handschellen. Da, sieh mal. Die Handschellen behalten dich rund um die Uhr im Auge. Das heißt, wir tun das.
Wir wollen helfen. Was zum Teufel? Zwei Tage. Wir waren so frei, während dieser Zeit Proben deiner Körperflüssigkeiten zu nehmen. Du bist ein Wiederkehrer. Das macht dich sehr besonders. Was ist mit den Leichenentsorgern? Central Nod wurde bei der Annihilation ausgelöscht. Game over, Mann. Da ist nur noch ein Krater. Die einzigen, die es überstanden haben, waren du, kein Wunder, und dein kaputtes Bridge, Baby. Geht's ihm gut? Es soll entsorgt werden. Funktioniert nicht mehr. Warum behalten? Wir haben alle verloren. Nicht nur die Leichenentsorgung. Mein Team, das HQ, ganz Rutherford, jede Seele in Central Knot City. Jetzt sind wir in unserer Basis in Capital Knot City. Oder besser gesagt, im neuen Hauptquartier. Sudbury war die einzig logische Wahl. Aber unser Implementationsteam ist geschrumpft und kann in zwei Tagen keine Wunder vollbringen. Hier geht alles durcheinander. Zum Glück waren der Direktor und sein Unterstützungsteam nicht in der Stadt. Die Befehlskette bleibt also weiter intakt. Einfach so Monster Energy Produktplatzierung, sehr gut. So früh, aber ich habe einen Job für dich. Passt überhaupt nicht rein. Wenn die in der Zukunft noch auf Monster Energy angewiesen sind. Druck, ist der von deiner Wiederkehr? Woher stammt der andere Abdruck? Von einer anhänglichen Frau in einer Höhle. Verstehe. Aphephosmophobie. Was? Kein Wunder, dass du alleine da draußen warst, wo dich keiner anfassen konnte. Ich versuche ja, vorsichtiger genau. zu sein, Sam. Also, der Job ist eine dringende Lieferung. Und zwar musst du der Präsidentin Morphin bringen. Präsidentin? Amerikas Geschichte. Geht's um den Bürgermeister von Central Knot? Nein. Den meine ich nicht. Amerika lebt weiter, Sam. Die Präsidentin hat Krebs im Endstadium. Ihr Zustand ist kritisch, aber es bleibt noch Zeit. Warum ich? Pass auf, Sam. Tu es einfach. Ich verspreche dir, es hat alles seinen Sinn. Warum machst du es nicht? Weil ich nicht wirklich hier bin. Oh! Tut mir leid. Das ist nur ein Chiralogramm. Und jetzt kommen mir die Tränen. Allergische Reaktion auf die chirale Übertragung. Eigentlich bin ich drüben in der Isolierstation, im großen dreieckigen Gebäude. Hier ist das Morphin. Hiermit schließt Bridges einen Vertrag mit Sam Porter. Ach komm, ihr habt doch Morphin dort. Was ist los? Sag mir die Wahrheit. Die Wahrheit, Sam, ist, dass Amerikas letzte Präsidentin dich persönlich sehen will. Willst du ihr das wirklich verwehren? Nein. Sehr gut. Auf zu Onkel Sam. Wir sehen uns dann in der Isolierstation. Naja, natürlich. Und er ist weg. Wir fangen mit einem Köfferchen an, mal gucken, wie viel wir unterwegs noch finden.
So, einmal aufladen. 2 Kilo von 120 möglichen. Lieferauftrag für Sam Porter Bridges. Ah, Lieferauftrag. Transport auf die Isolierstation zwecks sofortiger Verabreichung an die Präsidentin. Alles klar, wird gemacht. Öffne über die Handschellen die Karte, wenn du dich verirrst, Sam. Okay. Die Isolierstation sollte ins Auge fallen. Alles klar. Bist du nicht sicher, wie du hinkommst, kannst du Markierungen setzen und Wege zeichnen. Oh, schön. Probier's aus, dann verstehst du, was ich meine. Hallo. Ich soll da hin. Und ich kann Wege zeichnen. So. Markierung setzen. So. Bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Eigene Markierung ist A. Ja, das ist gut. Und wie kann ich jetzt eine Route zeichnen? Da steht immer links, rechts gerade. Wahrscheinlich gedrückt halten, ne? Ah, okay. Jetzt könnte ich so verschiedene Routen bauen. Okay, cool. Was auch immer das bringt, wir werden es irgendwann sehen. Ah, und dann sehe ich das hier sogar. Nice. Alles klar. Das ist ja easy. Du hast Markierung C2 erreicht. Yippie. Off Limits. Sam, schau auf deinen Kompass, um zu überprüfen, ob deine Marschrichtung stimmt. Er lässt dich nie im Stich. Vorausgesetzt, dass du ein Ziel hast. Die denken auch, ich bin Dödel, ne? Ich kann die 10 Meter hier nicht unfallfrei laufen. Na gut, das ist auch ein bisschen Tutorial, ne? Wir drücken mal G. Für meinen Kompass. Ja, haben wir gemacht. Schön. Können wir auch nochmal scannen, ne? So, zack. Vielleicht finden wir noch Dinge, die wir mitnehmen können. Nein. Definitiv nicht. Wunderschön. Central befand sich nicht nur das Bridges HQ. Ah. Die Stadt war auch der Sitz der Wiederaufbaubewegung. Nee. Hätte die Präsidentin nicht einer Spezialbehandlung bedurft, wäre sie nie fortgegangen. Und wäre sie geblieben, hätten wir das auch getan. Okay. Ja, dann besuchen wir mal die Präsidentin, nicht wahr? Wobei, ich glaube, deswegen sind wir. Oh, es geht abwärts. Na dann. Weisen alle in die gleiche Richtung. Sie wird also nicht mehr gesund? Ich denke nicht. Nein. Gut, wir sollten Vorbereitungen machen. Sam. Ich bin's. Deadman. Er hat's aber durchgelernt. Tut mir leid. Mein Fehler. Ja, genau. Das ist dein Fehler. Ich fürchte, der Zustand der Präsidentin hat sich verschlechtert. Nein. Vielen Dank. Das wird ihre Schmerzen lindern. Damit sie vor ihrem Ende nochmal mit dir reden kann. Strand. Die erste und letzte Präsidentin der Vereinigten Staaten. Du erinnerst dich doch an sie. Sie zog dich groß. Das ist keine Kleidung für ein Familientreffen. Zieh das aus, bevor du reinkommst. Okay, Chef. Alles klar, Chef. Wir ziehen uns um. So. Geliefert. Selbst dafür kriegen wir eine Bewertung. Toll. Weniger als 50% Schaden. Ja, 0%, ne? Ist ja klar. Okay.
Hey, awesome. Jetzt kriegen wir sogar Punkte bei Frachtzustand. Sehr gut. Was das da zu tun, zu sagen hat, weiß ich 0,0. Ja, machen wir mal weiter. So, Isolierstation, Präsidialbüro. Okay. Schauen wir mal, was die von uns wollen hier, ne? Das ist die rechte Hand der Präsidentin, der Direktor von Bridges. Bei Hartman? Oh, du warst bei Bridges 1. Gut, dann muss ich euch wohl nicht vorstellen. Wie lange ist es her, Sam? 10 Jahre? Sieh uns nur an. 2 unsterbliche Freaks treffen sich hier. Naja, freut mich, dich zu sehen. Die Präsidentin wartet. Es ist deine Mutter, Bridget. Sie ist etwas neben der Spur, aber sie erkennt dich ganz bestimmt. Mutter, bist du's? Frau Präsidentin, Sam ist hier. Wir lassen euch beide allein. Sam, ich wusste, du kommst zurück. Geht es dir gut? Ja, ich weiß, du hasst mich. Dass sie nach Westen ging. Sie hat 3 Jahre gebraucht. Sie will das Land wieder aufbauen. Die Sache lässt euch nicht los, ha? Eigentlich wollte ich dich schicken, Sam. Die Zeit läuft ab. Hilf Amelie, sie braucht dich. Gemeinsam könnt ihr uns wieder verbinden. Ihr zwei könnt Amerika retten. Sam, wenn wir nicht alle wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit das hier nicht. Wir brauchen kein Land. Nicht mehr. Oh doch, allein haben wir keine Zukunft. Nein, Amerika ist am Ende. Bridget, du bist die Präsidentin von Garnet. Sam, hör mir zu. Mutti, was machst du da? Ich liebe dich, Sam.
Ich werde am Strand auf dich warten. Da kommt der Frau Präsidentin. Boot. Oh nein. Okay. Die wird schon wieder. Doktor, wir brauchen Ihre Hilfe. Alle auf Position. Kammerflimmern. Ich brauche 150 Milliliter. Sie reagiert nicht. Ach, so sieht das doch eigentlich aus. Okay, interessant. Wird direkt alles abgebaut, so, ne? Ja, tot, was war's? Einpacken. Hör zu. Niemand darf wissen, dass die Präsidentin tot ist. Wenn das rauskommt, ist Bridges geliefert. Was hier passiert ist, verlässt diesen Raum nicht. Klar? Ja, Direktor. Aber was ist mit der Leiche? Ohne die Leichenentsorgung. Darum kümmern wir uns. Sam. Vor ihrem Tod schloss die Präsidentin einen Vertrag mit dir. Was soll das heißen? Als Mitglied von Bridges wirst du uns dabei helfen, Amerika wieder aufzubauen. Ihr glaubt, ihr könnt mich rekrutieren? So wie sie es versucht hat? Sie war erfolgreich. Dein Handgelenk. Was? Wenn das kein Symbol ist, dann weiß ich auch nicht. Direktor, der Krebs hat ihren ganzen Körper befallen. Die Entnahme von Organen ist unmöglich und eine Autopsie nicht notwendig. Ihr Körper muss verbrannt werden, ehe sie nekrotisiert. Und tun wir es nicht, wird dieser Ort der nächste Krater. Und was soll ich tun? Wir haben momentan keinerlei Boten. Und die Leichenentsorger, die bei dir waren, sind tot. Doch die Leiche der Präsidentin muss verbrannt werden. Der leere Sturz hat die Straße von Capital North City zum Verbrennungsofen zerstört. Nun geht es nur noch zu Fuß. Durch die Berge. Aber die chirale Dichte dort ist extrem hoch. Das müssen GDs sein. Dieser Job setzt einiges voraus. Dooms. Wiederkehrer. Ich also. Warum? Sam, du bist bereits im Dienst. Herzlichen Glückwunsch, du hast jetzt den Job. Mach deinen Job, Sam Porter Bridges. Isolierstation, unterirdischer Eingang. Na. Und ich soll die Leiche so mitnehmen? Das wird ja interessant. Darf ich etwas sagen? Präsidentin Strand glaubte an den amerikanischen Wiederaufbau. Sie scheute keine Mühen, um die Nation wieder zu einen. Und ohne sie gäbe es Bridges nicht. Sie verdient eine ehrenvolle Bestattung, die wir ihr versagen müssen. Wenn sie stirbt, stirbt Amerika. Ohne sie wird Bridges untergehen. Hört zu. Ihre Einäscherung muss unter höchster Geheimhaltung erfolgen. Okay. Selbst wenn das klappt, was dann?
Wer ersetzt sie? Seht ein. Amerikas Geschichte. Sam, Amerika ist noch nicht tot. Er sagt doch, es stirbt, wenn Bridget stirbt. Sie mag verloren sein, aber wir haben noch ein regierungswürdiges Amerika. Bitte was? Dafür ist jetzt keine Zeit. Wichtig ist, dass wir die Arbeit deiner Mutter beenden und Amerika wie geplant wieder aufbauen. Aus diesem Grund gibt es Bridges doch. Also mach den ersten Schritt, Sam, und bring den Leichnam der Präsidentin zum Verbrennungsofen. Wenn wir nicht alle wieder zusammenkommen, wird die Menschheit nicht überleben. Ich wollte dich losschicken, Sam. Zeit läuft ab. Ich liebe dich, Sam. Ich warte auf dich am Strand. Die Anlage liegt im Südwesten. Vergiss nicht, dass du GD-Gebiet durchquerst. Wir haben den Verbrennungsofen in den Bergen gebaut, damit das Chiralium im Rauch die Stadt nicht erreicht. Wird nicht leicht, einen Leichnam da hochzutragen. Wir überwachen dich rund um die Uhr. Wenn irgendetwas passiert, unterstützen wir dich über die Handschellen. Dann würde ich mal sagen, Abfahrt, Abfahrt. Bringen wir die Präsidenten zu ihrem letzten Station. Wunderbar. Oh, 55,4 Kilo. Schon untergewichtig, aber gut. Die war ja auch krank, ne? Sam, hier ist Die Hardman. Batman hat die Nutzung der Handschellen erklärt. Ja. Benutzt sie, um den Verbrennungsofen zu orten. Okay. So. Verbrennungsofen. Ach, da oben ist der nur. Das ist ja ein Katzensprung. Jetzt können wir hier eine Route planen, aber ich weiß nicht, ob die so Sinn ergibt. Wir laufen einfach in die Richtung, oder? Ja. Das scheint schon irgendwie so eine vorgegebene... Ne, das ist eine Grenze, ist das. Hier ist unentdecktes Gebiet, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob das so sinnig ist, da jetzt eine Route zu bauen, oder? Ja, wir werden schon irgendwie klarkommen. Denke ich. We will see. Sam. Ich denke nicht, dass ich dich daran erinnern muss. Aber beim Leichenabtransport steht jede Minute. Hör doch auf jetzt. 48 Stunden nach dem Herzstillstand wird eine Leiche zu einem neuen GD und macht uns die Hölle heiß. Mhm. Neues GD. Leichen schaukeln stärker hin und her als reguläre Fracht. Beginnst du dein Gleichgewicht zu verlieren, versuche es mit oder zurückzuerlangen und fang dich. Ja, ich fange mich. Gar kein Problem. Oh, shit. Präsidentin Strand war das Symbol des amerikanischen Wiederaufbaus. Ja, ist richtig. Obwohl das Land am Boden lag und seine Bewohner in alle Winde verstreut waren, glaubte sie stets an die Möglichkeit einer Wiedervereinigung. Die Menschen gaben die Hoffnung auf Amerikas erneute Auferstehung nicht auf, weil sie an sie glaubten. Ah, ja. Wir glauben, dass dieses Land wieder aufgebaut werden kann. Amerika lebt weiter. Zusammen mit Bridgets unsterblichem Geist. Können wir das Auto einfach nehmen? Was ist denn jetzt passiert? Uff, 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 uff. Bleiben Sie ruhig stehen. Können wir nicht einfach Auto nehmen und wegfahren? Nee, können wir nicht. Okay, das mit diesem Gewicht verlagern, das nervt mich jetzt schon. Das könnte witzig werden. Eine angenehme Reise. Ja, angenehme Reise.
So, ich denke mal, da oben sehen wir so einen großen Schornstein. Ich glaube, das ist da, wo wir hin müssen. Das ist spannend. Sehr spannend. Das ist der Nick Easton. Hat ein Like da gelassen. Schön. Okay. Nun denn. Ja, genau so. Was sind das für Dinger, die da aufsteigen? Ist das Ihr könnt nichts einsammeln. So, man muss es gedrückt halten, okay. Oh je. Spannender Weg auf jeden Fall. Kann man das gegen sagen? Wir scannen hier einfach mal. Tada! Ist das ekelhaft? Ist das ekelhaft? Ey, stell dich gerade hin, ja? Gott verdammt! Gott, was? Okay, hier kann ich das nicht einsammeln. Ist auch egal. Knapp.
Können die nicht nochmal den Song spielen? Der Geländer Scanner des Odra-Decks. Oh, das sieht doch stabil aus hier. Okay, so langsam gewöhne ich mich an diese Gewichtsverlagerung. Das geht doch ganz relativ einfach. Können wir hier was einsammeln? Ja. Sammeln das alles ein, Kollege. So, jetzt ist die Frage: Kommen wir hier einfach so hoch? Oha, oha. Wird schon anstrengend. Ah, guck mal, da hat jemand eine Leiter gebaut. Das ist nett. Dann nehmen wir die doch. Gute Abkürzung. Das ist halt cool gemacht hier in dem Spiel, ne? Da kann die Community Sachen bauen und dann auch teilen. Das ist cool gemacht. Klar muss man dafür immer Online-Anbindungen haben, aber... Ja, mich stört sowas nicht. So. Seile und andere, die wollte ich leichter finden. Ja, brauche ich ja nicht. Guck mal, der Igor. Nur der Igor hat das hier gemacht. Kein anderer. Ja, ja, hier, 5. 5 für Like. Ist das 5? Das ist eine 5. Ja, Igor kriegt ein Like von mir. So. Und dann geht's ab nach oben. War eine Route auf jeden Fall, die Igor gewählt hat. Na, nochmal die 5 drücken. So. Und jetzt ist hier ein Seil oder sowas, ne? Muss man das greifen? Ja, Seil nehmen. Okay. 8 waren es nicht. Aha, und das klappt? Bin gespannt. Oh, das klappt. Hammer. Igor Bessermann. Kohle soll auch loslassen. So. Nur wie geht's hier weiter, ne? Ach, wir sind schon da. Ha! Uiuiuiui. Wären wir fast hingefallen, ne? Da wären wir das. Wären wir das? Hat er nicht gesagt. Oh oh. Glaub nicht, ob wir das so glatt alles hinkriegen mit dem Verbrennen. Wir werden aber sehen. So. UCA. United Cities of America. Alles klar. Wollen wir mal sehen, ob wir das Päckchen abliefern können. So, kremieren wollen wir. Liege eine Leiche in den Verbrennungsofen. Ja, bitte drum. Ich bitte darum. Auftrag Nummer 3, streng geheim, Verbrennung, Leiche der Präsidentin. Wieso wird das dann aufgeführt, wenn das streng geheim ist? Das können doch Hacker, können das doch, das ist doch kacke. Na gut, kremiere eine Leiche. Let's go. Sehr schön. Kann doch eigentlich nichts mehr schief gehen.
Ja, sehr gut. Auftrag damit abgeschlossen. Die Granendichte im Gebiet nimmt schnell zu. Jeden Moment kann schwerer Zeitregen fallen. Komm zurück, sofort. Sam, verbrenn auch die andere Fracht dort. Was? Bestimmt das Baby, oder? Was ist das? BB 28. Das war Igors Einheit. Das war mit dir verbunden, als wir dich im Krater gefunden haben. Warum ist das hier? Weil es entsorgt werden soll. Central Nord wurde ausradiert, wie auch unser Hauptquartier. Weil dieses Teil nicht funktioniert hat, steht alles in Igors Protokoll. Aber das ist ein Baby. Es lebt noch. Es lässt sich nicht reparieren. Und ohne die Kapsel überlebt es nicht. Hab Mitleid, wenn du willst. Aber der Entschluss steht. Es muss weg. Der Direktor hat das abgesegnet. Ja gut, wenn der Direktor das absegnet. Will da jemand das Krematorium vernichten? Blutet. Sam! Sam! Hörst du mich? Shit, der Blackout hat wohl die Verbindung gekappt. Sam, wie ist dein Status? Die chirale Dichte nimmt weiter zu. Mein Status ist am Arsch. Das sind echt viele. Wahrscheinlich wegen der Leichen, die wir nicht rechtzeitig einlöschen konnten. Was ist in diesem Gebiet wohl so fürchtig? Kannst du den Regen aussitzen? Nein. Sie nähern sich meiner Position. Ich muss weg, bevor sie merken, dass ich hier bin. Sam, wenn dich so ein Ding frisst, kommt es zu einem Leeresturz. Du kehrst zurück, klar. Aber von der Umgebung bleibt nur ein Krater übrig. Ein Leeresturz? Ich hab eine Idee. Wir sind umgestellt. Kehre zum Verteilerzentrum von South Nord City zurück. Unten bleiben und vorsichtig bewegen. Okay.
Was ist das hier? Hilfe! Ich gehe in die richtige Richtung, ich weiß es gar nicht, ich glaube ja. Geht sie weg. Lassen Sie mich zufrieden, ja? Warte lieber. Nimm einfach Igos Weg wieder. Macht auch Sinn, oder? So. Gegen Adrenalinschübe triffst du Gegner, löst diese eine Adrenalinschub aus, der die Ausdauer schnell wiederherstellt. Ist aber schön. So. Mach schon, das geht. Nein. Ja, genau, so rum. So rum wird ein Schuh draus. Gut. Liken ist rot markiert, weil ich das schon habe wahrscheinlich. Wieso sollte ich eine Feldflasche auswählen? Mir geht's doch gut. Also, vielleicht sollte ich da hochgehen. Geh doch mal da hoch jetzt. Ja, das machst du ganz großartig. Jetzt können wir das Seil auch loslassen. Wunderbar. Und jetzt gehen wir einfach rüber. Hey, exakt mundo. Baby. Ja, es geht schneller. Okay. Ah, Berg runter ist doch super. Berg runter läuft doch wieder eins. Junge, ich bin auch ein bisschen schwarz geworden jetzt. Schon eklig. Hier kriegst du ein Like. Kein Problem, mach ich. Das ist für dich. So, wir scannen mal den ganzen Apparat hier. Vielleicht finden wir noch was. Das sieht aber nicht danach aus. Jetzt kommt wieder Musik. Ein gutes Zeichen. Hui. Der Spring ist witzig. Hui. Okay, die Springanimation ist echt. Oh mein Gott. Muss Bunny hoppen hier. Okay, jetzt ist es nicht mehr so witzig. Warte mal, ich hab doch hier ein Gerät, oder? Ablegen. Was? Sei rücksichtsvoll und leite dich abseits anderer Leute und ihres Eigentums. Bereite dich vor und lass mit. Ah, 0 Milliliter. Kleine Verstopfung. Was ist das? Ein Pilz? Ha? Ich hab nichts zum Urinieren. Also warte mal, Feldflasche war noch irgendwas, ne? Monster Energy trinken? Aber sicher doch. Könnt ihr mal richtig. Zack! Achso, jetzt haben wir 79 Milliliter. Jetzt können wir urinieren. Lass es laufen, Junge. Ja, siehst du wohl. Und zack, sind wir bei 0. Schön. Und wir haben wieder einen Pilz gepflanzt. Krieg ich das eigentlich wieder weg? Nichts mehr machen. Gott sei Dank. Es geht wieder weg. Was ist die 2?
Weiß man nicht. Was ist die 4? Ludens Maske-Sonnenbrille. Ein alter Favorit von Sam. Die Idee des Homo Ludens spielte bei der Gestaltung dieser Sonnenbrille eine wichtige Rolle. Ihre Form soll den Träger ermutigen, seine verspielte Seite nicht mehr zu vergessen. Aha. Ja gut, dann ist das so, ne? Gibt's hier, du. So, hier hat keiner seine Fracht vergessen. Schade. So, was haben wir denn hier? Terminal, ne? Mit Wachrichtung kannst du umgehende Gebiet von einem hohen Punkt aus beobachten. ID wird geprüft. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Mhm. Na gut. Willkommen, Sam Porter Bridges. Ja, ja. Warte mal, was können wir mit dem Fach? Ah, benutzen. Ah, okay, das ist Noise. Okay, das müssen wir uns merken. Dann können wir einen richtig schönen Rundumblick machen. Guten Plan und so weiter. Gut, F verlassen. Ich kann sogar zoomen, theoretisch. Das brauche ich aber jetzt nicht. Babys Stressniveau steigt. Willkommen, Sam Porter Bridges. G plus 2, F beruhigen, was? G plus 2, jetzt wird's wild. Baby, beruhig dich. Schüttel, 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 schüttel. Okay, Baby ist wieder ruhig. So. Wer kommt auf solche Ideen überhaupt? Wer macht sowas? Willkommen im Capital Not City. Verteilerzentrum aufsuchen. Ich würde gerne wieder zurück. Also, ja, so ist gut. Sam, komm zurück zum Verteilerzentrum. Ja. Überprüf den Standort auf dem Kompass. Ja, den brauche ich ja nicht. Von da. Also, wenn man hinfällt, wird Baby leider ein bisschen unruhig. Was auch nicht so tragisch ist. Ach, Sachen gibt's, ne? Okay. Wieso gucken wir zurück? Ist da was Böses? Oh ja, ein Regen. Was? Ist das ein Regenbogen? Wahrscheinlich. Unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Wenn sich jemand mit Dooms mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen, wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Das ist ein Ding. Tut mir leid. Aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Ich geb dir gleich mal Entsorgung. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Thank you.
Dieses Baby wird nicht entsorgt. Ganz sicher nicht. Nein, nein. Oh, wir kriegen hier eine Bewertung für. Verbrennung abgeschlossen. Ach, so schnell wie. Jo, haben wir geschafft. Das war schon mal gut. Boah, wir sind aber ganz schön rumgekommen jetzt, ne? Fast exakt den gleichen Weg wieder zurückgekehrt. Sehr gut. Nun A bekommen, weil Fracht war ein bisschen beschädigt. Na gut. Es ist, wie es ist. Nun gut. Wunderbar. Sam, ich hab doch gesagt, Dooms und Bibis sind eine gefährliche Kombination. Hm, vielleicht solltest du mal duschen. Du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist hart. Du bist wütend. Ist deswegen BB-28? Leck mich doch. Leck mich doch. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken ihm unser Leben. Du auch. Alles klar. Ich passe drauf auf. Grüß die Präsidentin von mir. Die neue alte Präsidentin wahrscheinlich. Langsam Zeit, Sam. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern. Ich werde immer bei dir sein. Episode 2, Amelie. Ja, ja, okay. Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist Die Hard Man. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Gehe duschen. Gehe duschen. Wir waschen uns einfach nur, oder? Ich kann ein Foto machen. Ich glaube, er hat keinen Bock auf Waschen, oder? Okay, wir gehen wieder zurück. Okay, die Steuerung ist sehr, sehr weird. Wir wollen das Waschbecken nicht. Toilette im Sitzen, Bau, im Bau, was? Im Bau? Tisch ansehen. Ach, guck an. Wir haben ein Energiegetränk. Unleash the Beast. So sieht's aus. Ja, so sieht unsere Zukunft aus. Es gibt nur noch Monster Energy zu trinken. Und auch nur die Originalsorte. Nichts anderes. Okay, wie kann ich hier duschen? Ich soll duschen, aber ich glaube, ich soll mich nur waschen. Weil da komme ich nicht... Ah doch, eins duschen, da ist es doch. Let's go. Weil waschen will er sich ja nicht. Oha, nackte Tatsachen.
sagen, die Füße sind leicht lidiert. Hörst du mich? Ah. Verdammte Scheiße. Hat man denn gar keine Privatsphäre mehr? Oh, nein. Außer natürlich beim Duschen und auf der Toilette. Ich bin auch beim Duschen. Und auf der Toilette. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen. Gut. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Isolierstation, Präsidialbüro. Sehr gut. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Sam, hör mir zu. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Amelie. Meine Mutter mag tot sein, aber ich bin hier. Okay. Und du, Sam, du bist auch hier. Auch ihr geben wir nicht die Hand. Zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Okay, ihr könnt mich alle mal. Ich hab dich nie vergessen, Sam. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1 und ging nach Westen. Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, den UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Entführt? Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenor City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenor City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, den in Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau.
Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben, sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Qubit. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Qubit nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edge Not City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Na, das könnte alles so einfach sein, ne? Danach werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Haha, Outblade. Als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe. Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Ja, auf einmal konnten die es reparieren? Das ist ein Ding. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. Liegt er wieder mal am Strand. Sam. Hä?
Hör zu. Du bist Sam Strand. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei. Aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Sam, hier ist Die Hardman. Du hast tief und fest geschlafen, warst wohl kaputt. Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht. Genau. Bereite dich auf eine Lieferung vor. Niemals. Ach, guck mal hier. Nach BB sehen, Waffenregal ansehen, Ausrüstungsregal ansehen. Das aber machen wir beim nächsten Mal. Ich sag erstmal danke fürs Zuschauen. Das Spiel spielen wir weiter, aber ganz entspannt. Immer so mal zwei Stündchen. Ja. Mal gucken, was uns noch hier wartet. Geht auf jeden Fall ein bisschen länger, glaube ich. Dann wünsche ich erstmal einen schönen Nachmittag und wir sehen uns. Ne? Tschüss.